Moin moin liebe Freunde, hier ist der Chroma, ich zocke bis ins Koma und heiße euch recht herzlich willkommen. Und falls ihr gerade mitkriegt, dass ihr meinen Charakter nicht seht, dann liegt das daran, ich habe absolut keine Ahnung, was ich nehmen soll auf Stufe 10. Erweiterte Klassenauswahl. Ich wäre jetzt natürlich für einen Jedi Schatten, weil ich gehört habe, dass die wohl mehr Schaden machen sollen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das so korrekt ist. Ich kann es ja jederzeit wieder ändern, hoffe ich jetzt jedenfalls. Ich werde es jetzt einfach mal austesten, indem ich mich jetzt hier für den Jedi Schatten entscheide. Hört sich für mich jedenfalls besser an. Alleine schon, weil ich da wieder die Möglichkeit habe zu tanken. Als Heiler kann ich gar nicht. Ich würde mal sagen, Infiltration wäre dann mein erster Weg, meine erste Disziplin, für die ich mich entscheiden würde, da sich das recht interessant anhört. Ja, also steht zwar genau der gleiche Text da, aber das Wort Infiltration gefällt mir besser als Gelassenheit. Wir werden es ja sehen. Diese Auswahl ist endgültig, du kannst sie später nicht mehr ändern. Ich weiß. Also werde ich als Jedi Schatten hoffentlich noch irgendwas auf die Reihe kriegen. Yeah, toll. Was haben wir denn da Schönes? Das hier ist der Tank, den nehmen wir diesmal nicht. Wir hatten ja schon den Tank in der Hinsicht bei unserem Juggernaut und von daher möchte ich das jetzt mal ein bisschen ändern. Wir werden jetzt hier auf Infiltration oder Gelassenheit gehen. Das kommt jetzt drauf an, was wir hier so sehen, liebe Freunde. Da muss ich jetzt nämlich erstmal rausfinden, was mir da besser gefällt. Ich gehe auch danach, was mir besser gefällt. Mal sehen. Ist bis zu dreimal stapelbar und erhöht den verursachten Schaden deines nächsten Machtbruchs. Okay. Na, das habe ich jetzt ja noch nicht zur Auswahl. Lass mal gucken, was haben wir denn da? Macht im Gleichgewicht. Ui. Abklingzeit 15 Sekunden, aber guckt euch den Schaden an, das ist ja heftig. 10%. Oh, du heilst dich sogar dadurch. Okay. 41 körperliche Schaden zu verursachen, ein Schattendurchbruch. Aha. Ist bis zu dreimal stabil bauen. Ja, ja, ja. Machtbruch. Was ist denn Machtbruch? Jetzt muss ich erstmal rausfinden, was ist denn Machtbruch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ach so, das ersetzt die Machttechnik. Aha. Habe ich die überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal Infiltration und wir werden. Ja. Danke. Okay. Achso, stimmt. Wir brauchen ja noch eine Waffe. Danke. So, Waffe haben wir. Stopp. Klick, klick. Dann werden wir natürlich den einbauen. Ja, natürlich. Tipp. Was für eine Frage. Ja, super. Klasse. Ist das schon mal soweit? Jetzt haben wir hier noch die Auswahl. Entweder mehr Machtkraft oder weniger Machtkraft. Ist ja wohl klar, oder? Hallo? Gut. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt was Schönes. An. Und das hier könnten wir jetzt also aktivieren. Denn eigentlich kann das ja dann mit hier runter in die Ecke. So, jetzt haben wir das aktiviert. Und die Schattentechnik gibt uns eine 50% Chance. Notfallflottenpass. Ja, du kommst hier hin. Doppelschlag, Lichtschwertschlag, Telekinesewurf. Ich glaube, ich habe noch gar nicht den Skill gelernt, den ich brauche. Um das zu aktivieren mit dem Schattendurchbruch. Okay, ja, wir werden uns da nochmal ein bisschen später zu belesen. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich werde jetzt natürlich erstmal weiterspielen. Mal sehen, wie es sich jetzt weiterhin spielen wird. Das werden wir dann natürlich sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal unser Lichtschwert. Das ist ziemlich genial. Definitiv genial. Und da haben wir jetzt so ein Teil. Schattendurchbruch. Schaden durch Machtbruch erhöht. Ja, Machtbruch habe ich allerdings noch nicht. Schade. Wirklich. Wirklich schade. Ich bin etwas irritiert. Nichtsdestotrotz, wir sind ja schon mal in unserem Questgebiet. Ich habe ja extra gesagt, ich spule ein bisschen vor nach der letzten Folge, damit ihr das hier nicht seht, wie ich da auch irgendwie meinen Weg dorthin finde. Und wir sind jetzt hier angekommen, haben jetzt natürlich die Bonusaufgabe. Die werden wir wahrscheinlich zwischendurch jetzt so oder so erledigen, weil die alle direkt am Weg stehen. Und hier haben wir natürlich auch noch diese andere Quest mit den Bergungsidolen, die wir sammeln sollen, untersuchen sollen in dem Sinne. Und danach, wenn wir das gemacht haben, gehen wir zum Auge des Jägers in unsere Hauptquest hinein. Und ich glaube, wir müssen sogar schon, ja, hier müssen wir sowieso abbiegen. Dann fangen wir doch gleich mal hier an. Ich glaube, die haben jetzt weniger eine Chance gegen uns, ne? Wir sind jetzt wohl ein bisschen zu mächtig. Die sind nämlich nur noch Stufe 7, wir sind Stufe 10 und haben natürlich auch schon ein Lichtschwert ausgerüstet. Das ist natürlich ziemlich genial. Will man dazu noch sagen. Gibt es da irgendwas? Ranzen, aber ich komme nicht an den Ranzen ran, also bin ich hier doch falsch. Ich muss da runter. Ja, dann backen wir uns einfach mal hier durch, ne? So, sehr schön. Gehen wir doch mal hier unten gucken.
Wo ist denn da das? Ach, da oben. Auf der Kante da oben. Wie kommen wir denn da? Ach, du heilige Scheiße. Ach, du heilige. Ja, toll. Super, da könnte man eigentlich den Hauptweg gleich nochmal zurücklaufen, ne? Weil das hier gerade wenig... Ach so, da war aber noch jemand. Oh, sorry, hab dich nicht gesehen. Tut mir leid. Mein Gott, bleib ruhig, ja? Muss ja nicht gleich so ausflippen und mich angreifen hier, also ehrlich. Was für ein Benehmen. Wir müssen dann wohl in diese Richtung. Und dann können wir auf dem Rückweg das Teil holen. Oder wir machen es jetzt gleich. Allerdings möchte ich ja nicht einmal komplett durch und dann sinnloserweise nochmal in eine andere Ecke. Das ist hier so verbrochener Weg. Ich mag das. Ich mag das wirklich nicht. Ich hasse solche Wege. Ich krieg bei sowas immer eine Macke. Lass mich in Ruhe. Hau ab. Geh weg. Ich sag das meiner Mami. So. Gut. Dankeschön. Eine Klauenklinge. Brauche ich aber nicht. Scheiße, Barsch. So. Und hier ist wohl irgendwo... Ach, da unten in der Ecke. Da unten ist es. Na, dann gehen wir da als erstes hin. Na, wollt ihr mich nicht angreifen? Doch, ihr wollt mich angreifen. Musste ich's doch. Lass mich mal ein Stückchen vor, dann kann ich dich auch noch mal stellen. Ja, genau. So, dich angreifen und tschüss. Und bam. Boom, du bist tot. So, sehr schön. Können wir jetzt ja endlich mal anfangen, das Ding zu untersuchen? Das dauert ja Ewigkeiten, Mann. Oh, das stresst einen total. So, sehr schön. Jetzt können wir da hinten die Ecke... Ich glaube, hier gibt es keinen Aufgang, oder? Nee, dein... Oh, hi. Ja, ich wollte dich nicht stören. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, oder? Was ist denn das für ein Scheißweg hier? Boah, ich nehme jetzt eine Abkürzung. Ich habe die Schnauze voll. Jetzt bin ich auf Sack. Ja, oh, stimmt ja. Ich habe ja gar keinen... Scheiße. Geht mir nicht auf die Eierstöcke. So. Muss ja alles seine Korrektheit hier haben. Oh, dann holen wir uns jetzt da hinten noch das Teil. Also war das eigentlich total sinnlos, was ich gemacht habe, weil ich muss ja dann eh wieder zurück. Ja, gut, okay. Wir müssen dann nachher nicht mal hier hin. Ja, auch tot. Prima. Jetzt müssen wir nur noch an das Teil ran. Da kann man ja eigentlich ja alles auf dem Weg töten. Nichts im Weg steht hier, ne? So. Ja, hat funktioniert soweit. Bin zufrieden. Ah, komm schon. Her damit. Ja. Obwohl, sie greifen mich bis jetzt nicht an. Hauptsache, der bewegt sich jetzt nicht vom Fleck, weil dann haben wir unsere Ruhe und können das Ding hier in Ruhe untersuchen. So, das war's. Prima. So, fehlt nur noch eins und das liegt ja direkt auf unserem Weg nach oben. Dann haben wir die Quest schon mal abgeschlossen und können uns sofort um diese Fleischräuberhöhle kümmern. Das wird interessant. So, du zuerst. So, du als nächstes, weil du hier so komisch rumstehst und... Ja, keine Ahnung. Und dann du. Obwohl. Du. Oh, der da hinten. Ey, what the fuck? Der hat mein AOE-Widerstand. Ich hasse. Oder hat er einfach keine Reichweite? wo war denn jetzt nochmal der letzte? So eine Scheiße hier. Das ist total verworren. Ach, da unten ist er. Naja, dann sind wir doch schon richtig unterwegs gewesen. Nee, dich will ich nicht angreifen. Die da hinten will ich haben. So schaut's aus. Dammit, du bist tot. So. Da haben wir die letzte von diesen Idolen. Und dann haben wir die Quest ja schon soweit abgeschlossen. So, wir sollen uns jetzt bei Meisterin Gänse oder Meister Vox melden. Ja, können wir uns aussuchen. Einmal hier im Dorf Kalikori oder eben bei uns im Tempel. Aber ich denke mal, das werden wir dann alles im Tempel abgeben, da wir uns dann wahrscheinlich zurück teleportieren werden, wenn wir hier unsere Hauptquest soweit erledigt haben. Naja, gehen wir erstmal nach oben. Wir müssen jetzt ja eher hoch. Und der liebe Spieler da in der Nähe, der hat ja schon alles platt gemacht. Finde ich ziemlich geil. Ist das der von vorhin? Nee, ist er nicht. Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Hier sind ja doch noch Feinde. Ist ja schön. Ja, auf jeden Fall seid ihr alle Geschichte und wir können weiterziehen. So, wir sind in der Fleischräuberhöhle angekommen. Was wird uns hier erwarten? Bis jetzt gar nichts. Ja, wir erkunden die jetzt also erst einmal, aber wir haben hier gar keine Feinde. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das Ding ist total belebt vom Feind, aber scheint nicht so der Fall zu sein. Und wir müssen jetzt hier rechts abbiegen, wie es ausschaut. Jo. Gibt es noch eine andere Richtung? Ja, da wird es auch noch lang gehen. Da gibt es garantiert noch irgendwas zu entdecken. Also da nicht. Und hier? Ah, hier sind sogar noch Feinde. Hi! Ja, ich wollte mal guten Tag sagen. Habt ihr irgendwas versteckt? Nee, ne? Natürlich. Soll es auch anders sein.
Hätte ja sein können, aber wir können hier nirgendwo lang, wie ich gerade sehe. Also da ist hier die Ritterphase und dann ist das da drüben unsere Phase und das war's. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten vielleicht noch irgendwo anders hin, irgendwas Kleines entdecken, vielleicht ein Gimmick oder ein Würfel oder ähnliches, also ein Datacron. Aber war doch nicht der Fall. Schade. Und hier haben wir jetzt wenigstens mal richtige Feinde, das ist schön. Au. Fand ich jetzt ein bisschen uncool, was du mit mir gemacht hast. Du unterbrichst mich einfach im Kampf. Bullshit. So. Was haben wir hier? Was ist das da? Warum leuchtet denn das so? Warum leuchtet denn das so seltsam? Hallo? Nee, da ist gar nichts. Okay. Okay, ich habe jetzt gedacht, da leuchtet irgendwas, weil da irgendwas Schönes, Interessantes wäre. Aber es ist doch nicht der Fall. Ah, ja genau. Schon klar. Kommen wir erstmal zu 3. Bonusaufgabe gibt es hier gerade nicht. Das heißt, wir können einfach so durchmarschieren. Den hauen wir erstmal so. Hier geben wir einfach mal so ein bisschen Telekinesewurf. Und ja, wir sind da hoch. Mehr nicht. Schade. Hätte ja sein können. Aber hat nicht dieser Kaisenfest gesagt, dass er hier auf uns wartet, dass wir hier auf ihn treffen würden? Wir haben den bis jetzt noch nicht einmal gesehen. Wo ist er denn? Verdammt. Ah, Fleischräuber sind tot. Hm, stark und gesund. Viele Jagannath-Punkte wert. So viele Fleischräuber gejagt auf dem Weg hierher. Erlaub dir deshalb diese Punkte, kleiner Jäger. Diesmal. Das ist sehr großzügig von euch. Verstehe, dass du nicht verstehst. Werde erklären. Für uns ist die Jagd das Leben. Für ehrenhafte Siege bekommen wir Jagannath-Punkte. Alle notiert von der Zählerin. Die Zählerin, sie sieht alles. Mehr Punkte bedeuten höheren Rang in Augen der Zählerin. Mehr Ruhm. Dann ist die Jagd also der Dienst an eurer Göttin, dieser Zählerin. Und ihr erhöht dadurch euren Stand. Ja, gibt nicht viele Jedi, die für stehen. Genug geredet, müssen Quelle von Rajivari finden. Diese Gravur, irgendein Zeichen? Offenbar nicht. Habt ihr irgendwelche Ideen? Rieche etwas Seltsames, Knochen, ganz alt, alle angehäuft, ist Absicht, aber nicht wie Fleischräuber machen. Ich sollte sie untersuchen. Vielleicht bedeutet es für die Fleischräuber etwas Besonderes, die ältesten Knochen aufzuschichten. Wenn du sagst, aber ich habe noch nie sonst gesehen. Leise, kleiner Jäger, rieche Fleischräuber und nicht Fleischräuber. Diese Knochen sind spröde und stark angenagt. Ihr schiebt sie beiseite und seht, dass sie über einen alten Sockel aufgeschichtet waren. Ihr untersucht den Sockel näher und stellt fest, dass er eine Vertiefung hat. Genau in der Größe und Form. Ja, keine Ahnung. Wer ist das denn? Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Jedi. Uns ist schon ganz schlecht von diesem Fleischräubergestank. Ich glaube, wir haben uns schon einmal getroffen. Ja, haben wir. Bitte macht es uns nicht so schwer. Nalin sagte, er würde auf euch warten. Ihr habt wohl etwas, das er braucht. Er muss diese Quelle von Rajivari finden, damit er unser Dorf weiterhin verteidigen kann. Ihr habt versprochen, dass die Jedi uns helfen würden, aber es hat sich nichts geändert. Also brauchen wir diese erste Klinge, die ihr in Kalett gefunden habt. Nalin geht es nur um die Quelle von Rajivari. Er hat eure Leben riskiert, indem er euch herschickte, obwohl er euch doch angeblich retten will. Ihr versteht das nicht. Wir sind alle... Wir haben Angst. Nalin kommt nur noch selten ins Dorf. Er isst und schläft kaum. Und wenn man mit ihm spricht, sehen seine Augen so merkwürdig aus. Ich kann Nalin nicht geben, was er will. Aber wenn ihr mich lasst, dann tue ich für ihn, was ich kann. Etwas Schreckliches geschieht, nicht wahr? Behaltet euer Artefakt, was immer es ist. Haltet es von Nalin fern. Jedi, bitte verletzt ihn nicht. Was immer aus Nalin geworden ist, er hat es für uns getan. Hm.
hier, in dieser Höhle, diskutierten wir Gründer unsere Vision des Jedi-Ordens. Und ich, Rajivari, hörte zu. Ich hörte zu, als sie unseren neugeborenen Orden verstümmelten. Als sie für die Mittelmäßigkeit plädierten. Das ist nicht hinnehmbar. Ich habe Pläne geschmiedet. Mit meiner Armee aus Typhans wahren, dunklen Söhnen werde ich diesen Rat der Narren ausmerzen, während sie noch schwätzen. Rajivari plante, den noch jungen Hohen Rat der Jedi mit einer Art Armee zu ermorden. Nur meine Schüler und ich werden überleben. Von Kalett aus werden wir die Jedi zu dem machen, was sie verdient haben zu sein. Wenn das Heft der ersten Klinge zurückgebracht wird, hatten wir Erfolg und die Zukunft folgt dem Weg, den wir verlassen haben. Folgt mir, Suchende. Folgt dem Weg zur Quelle von Rajivari. Es ist Zeit. Seltsame Karte, habe sowas noch nie gesehen. Den Weg hier, wenn Weg hier ist, sehe ich ihn nicht. Bringen wir sie in den Jedi-Tempel. Meisterin Yuan kann uns bei der Auslegung helfen. Ich gehe vor. Treffen uns bei Yuan, kleiner Jäger. Und hier, Heft von erster Klinge. Nicht vergessen, will nicht, dass du unter Yuans Zorn leidest. Oh, sehr nett. Sehr freundlich von dem Herrn. Sehr schön, sehr schön. So, und wir können uns jetzt hier wegteleportieren. Es sei denn, es liegt noch irgendwas auf dem Weg? Nee, okay. Also, teleportieren wir uns erstmal zurück. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Wir können das hier ganz einfach noch ein bisschen mitverfolgen. Sehr schön. Ach ja. Ein bisschen stricken. Das tut mal ganz gut, wenn man doch die ganze Zeit sitzt. So. Nichtsdestotrotz, wir müssen darüber. Bin ich natürlich ein bisschen gespannt. Mal sehen, was als nächstes passiert. Irgendwann müssen wir ja auch mal auf Nalen treffen. Ist ja nur noch hier unten dieser kleine Bereich. Von daher sind wir mit dem Planeten Titan schon fast fertig. Passt ja auch zu unserer Stufe. Stufe 10 ist ja auch so im Durchschnitt Startplanetenzahl. Ja. Also von daher passt das. So, als erstes geben wir hier unsere Idolen-Quest ab. Ich habe die Statuen der Fleischräuber untersucht. Hier sind meine Ergebnisse. Interessant. Laut diesen Zeichen sieht es so aus, als würden die Fleischräuber uns als Tiere betrachten. Ich werde sofort Meister Vox und den Rat informieren. Mit etwas mehr Informationen könnten wir endlich die Beweggründe der Kreaturen verstehen und den Frieden auf Tython wiederherstellen. Danke, Padawan. Ich spüre, dass ihr im Orden eine große Zukunft haben werdet. Sehr gut. Da stehen wir natürlich drauf, wenn wir mehr Macht bekommen. ja. Sorry, das war ein kleiner Ausraster. Das passiert nie wieder. Ja, nie wieder. Toll, die Stiefel haben auch nichts gebracht. So, ab zu Meisterin Yuan Tar. Mal sehen, was sie dazu sagt und wo uns dieser Weg als nächstes hinführt. Gibt ja nur noch eine Stelle, ne? Ja, hier, war richtig. Gut, hab schon gedacht, ich bin wieder falsch gelaufen. Meisterin Yuan, ich glaube, ich habe die Koordinaten der Quelle von Rajivari. Kaizen hat es erwähnt. Padawan, ich habe eben eine ziemlich verstörende Nachricht erhalten. Für dich von Nalin Raloch. Oh. Überleben. Meines, das meines Dorfes und eures Jedi. Interessant, darüber nachzudenken. Ihr habt meine Leute zum Narren gehalten. Das macht nichts. Es gibt andere Wege zur Quelle von Rajivari. Kommt ihr mir in die Quere, töte ich euch. Dann ist Nalin wirklich gefallen. Er will deinen Tod. Du musst wachsam sein. Es muss eine Möglichkeit geben, Nalin zu retten. Oder ihn zur Vernunft zu bringen, Meisterin. Er wird dir wohl keine Gelegenheit dazu geben. Du darfst dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Yuan ist in Ordnung. Wir müssen immer noch die Quelle von Rajivari finden. Lass mich diese Koordinaten sehen, Padawan. Vielleicht bringt uns das voran. Ich
spüre, dass es stimmt, Meisterin Yuan. Also muss die zweite Koordinate der Tithos-Grad sein. Ja, das passt genau. Dann bleibt noch diese Koordinate. Wir können die Quelle von Rajivari nicht ohne sie triangulieren. Vielleicht ist es eine Felsformation. Ich habe solche Formationen auf der Jagd gesehen. Könnte Wasserfallhöhlen durchsuchen. Versuchen zu finden. Wenn wir zu zweit sind, dauert die Suche nur halb so lange. Bleib, kenne die Höhlen, suche schneller alleine. Möge die Zählerin lachen. Schau, Padawan, im Code der Karte. Dort ist noch etwas verborgen. Eine Warnung? Die Quelle von Rajivari hat Mechanismen gegen Eindringlinge. Nur diejenigen, die Rajivaris Weg kennen, gelangen unversehrt hindurch, um sein Wissen zu erlangen. Mechanismen gegen Eindringlinge können nur eines bedeuten. Aber demzufolge wird dich das Wissen um Rajivaris Philosophien davor schützen. Faszinierend. Wir wissen, dass Khaled Rajivaris Festung war. Und bei Ausgrabungen wurden alte Computerterminals in Oberkhaled gefunden. Diese Terminals könnten Antworten enthalten, wenn sie nicht alle mit Passwörtern geschützt wären. Das Heft der ersten Klinge hat uns die Koordinaten zur Quelle von Rajivari verschafft. Es könnte auch diese Terminals entsperren. Natürlich! Diese Gravuren! Einige davon erinnern an Algorithmen. Geh nach Oberkhaled und untersuche diese Terminals auf Hinweise. Ich warte hier auf Kaisen. Wir sind schon dicht dran, das weiß ich. Okidoki, dann wissen wir doch Bescheid. Das wird lustig. So, nichtsdestotrotz, Stufe 11 haben wir auch erreicht. Und jetzt dürfen wir nochmal zurück nach Khaled. Ist das nicht schön? Waren wir da nicht vorhin erst? Super. Wir können uns ja schon mal hinteleportieren. Und während wir uns hinteleportieren, wünsche ich euch da draußen noch einen wunderschönen Tag. Denn die Folge ist hier erstmal wieder beendet. Wir sind auf dem Weg von Rajivari. Also sprich, wir befinden uns auf seinem Weg. Und werden das Geheimnis darum lüften. In den nächsten Folgen natürlich. Hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Freue mich immer drüber. Und natürlich auch ein Kommi. Ich schreibe so gern mit euch. So, gut. Nichtsdestotrotz bleibt ja sonst nichts mehr zu sagen, außer euch noch einen schönen Tag, einen besseren Loot zu wünschen. Und ja, falls ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal.